Hallo liebe Pflanzenfreunde, ich habe hier einen sehr schönen Zitronenbaum. Es ist kein normaler Zitronenbaum, es ist die Meier-Zitrone. Die Meier-Zitrone ist ein bisschen rundlicher. Das kommt, weil es eigentlich eine Kreuzung ist zwischen einer Zitrone und einem Orangenbaum. Jetzt um diese Jahreszeit, wir haben ja bald Weihnachten, findet man die Zitronenbäume, Mandarinenbäume häufig. Der Grund ist einfach, dass jetzt die Früchte reif sind. Die meisten Kunden möchten ja gerne einen Baum haben mit Früchten, das sieht ja einfach schöner aus. Wobei jetzt die Früchtezeit auch wieder die schönste Zeit ist, weil die Früchte fallen jetzt in den nächsten Wochen ab und dann ist es quasi auch schon wieder der Anfang für die Blüte. Die Zitronenbäume, die fangen alle so circa im Januar, Februar, wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder kommen, an zu blühen. Und die duften natürlich das ganze Haus und meine ganze Gärtnerei hier duftet danach Zitrone, Orange, Mandarine und was wir alles so da haben. Wir haben verschiedene Zitronenpflanzen von verschiedenen Lieferanten. Diese Pflanze kommt von Citrina. Citrina ist eigentlich eine biologische Pflanze. Oft, wenn man irgendwo im Baumarkt geht, steht auf dem Zitronenbaum nicht zum Verzehr geeignet. Zitronenbaum nicht zum Verzehr geeignet. Das kommt einfach, weil die Pflanzen so behandelt worden sind. Mit Spritzen kann Gift drin sein in den Früchten. Wenn ihr so eine Pflanze natürlich kauft, hinstellt, ein Jahr stehen lässt und eure eigenen Zitronen daran züchtet, dann könnt ihr die natürlich auch essen. Diese Pflanze, wie gesagt, wurde komplett biologisch behandelt. Die Früchte könnt ihr sofort essen. Auch zum Backen verwenden. Das ist jetzt so die Zeit für die Zitrone. Ich möchte selbst auch mal eben einen probieren. Dann könnt ihr mein Gesicht gucken, wie sauer oder süß die Zitrone ist. Ich zeige euch die Pflanze auch mal ein bisschen näher. Der ist jetzt schön gerankt, hängen Früchte dran. Ja, sehr schönes Pflänzchen. Gerne in die Fensterbank, gerne hell. Nicht zu lange austrocknen lassen. Also die Zitronenpflanzen mögen es gerne feucht, also die Erde sollte möglichst feucht gehalten werden. Ja, wie versprochen, wollte ich mal so eine Frucht testen. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich das mal selber probiert habe. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ungefähr so süß und sauer schmeckt wie eine Zitrone. Ja, ich rieche da schon, da ist die Frucht. Ja, also Kerne sind drin. Jetzt wo die Früchte so richtig reif sind, wenn man es jetzt ein bisschen grüner ernten würde, werden die wahrscheinlich sauer. Der ist leicht sauer, aber jetzt absolut nicht so dieses, ne, wo die Augen zufallen. Also ja. Ich denke auch jede Menge Vitamin C. Ich denke, das können wir jetzt um diese Jahreszeit alle brauchen. Ja, also ich tu das nochmal eben weg, eine Sekunde. Ich denke, ein sehr schönes Pflänzchen. Wie gesagt, jetzt um die Weihnachtszeit sehr beliebt. Meine Empfehlung: schöne Pflanzen, keine braunen Blätter. Ja, wenn ihr eine schöne Pflanze haben wollt, in den Warenkorb damit. Wir liefern ihn. Ja? So, bis dahin, ciao, schöne Grüße, Werbung.